Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge No Man's Sky. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schöne Aussicht gerade auf diesen Planeten da hinten. Das Spiel hat unglaublich schlechte Kritiken bekommen die letzten Tage. Bei Steam mittlerweile ausgeglichen, eventuell jetzt, wo das Video kommt, schon wieder ein bisschen besser oder sogar noch schlechter. Man weiß es nicht. Aber mir persönlich gefällt es sehr gut und das will ich euch auf jeden Fall auch so sagen. Mir gefällt es super. Plutonium. Kann man immer in der Tasche gebrauchen. Eisen, alles da, was das Herz begehrt. Gut, hier hatten wir in der letzten Folge uns ein Rucksack-Upgrade geholt. Und wir sind auf der Spur des Atlas gekommen. Signal eines Wegpunkts empfangen. Okay, wo ist der Wegpunkt? Keine Ahnung. Wir scannen einmal. Da unten haben wir viel Emeril oder Emerit, wie das immer heißt. Wir können es ja... Bringt nichts. Zu weit. Logisch. Bringt uns sehr, sehr viel Kohle beim Händler. Haben sehr viel erlebt. Wir waren schon in so einem Alpha-Dingsbums. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie wir das... Heridium ist das. Okay, was haben wir überhaupt in der Tasche? Gucken wir uns das einmal an. Wir haben Eisen. Wir haben diese blöde Energiepacks. Die vergucke ich mal. Die verbrauchen eigentlich nur Platz und kosten total wenig Geld. Wir haben einmal das hier gefunden. Chrolium. Das ist sehr viel wert. Heridium haben wir vollgepackt, die Tasche. Das brauchen wir ja auch hier und da mal für irgendwas. Platin, einigermaßen wertvoll. Plutonium, sehr wichtig zum Tanken. Genauso wie Tamium, Kohlenstoff, das brauchen wir alles. Mittlerweile haben wir ganz schön viele Plätze und ich will eigentlich noch mehr finden. Deswegen machen wir uns auf der Reise. Wo ist mein Schiff da? Gut markiert. Erkenne sogar ich. Eisenoxid will ich nicht haben. So, steigen ein. Und machen die... noch ein bisschen unsicher, gucken, was wir noch entdecken. Okay, die ist dann leer. Die hat immer 100%. Jeder Start kostet 15%. So. Hier dürfen wir kein Turbo geben. Da unten haben wir Emerit oder Gold. Das ist immer sehr interessant, weil es einfach so unglaublich viel wert ist. Aber dieser Planet ist sehr reichhaltig davon. Also wir haben sehr viel. Aber sehr wenig, ich sag mal, Zivilisation haben wir hier drauf. Nee, ich will nicht landen, Spiel. Also er wird sich, glaube ich, lohnen, so ein bisschen abzufliegen. Scanne hier aus der Luft. Oh, da war ein Fragezeichen. Im Wasser. Nein, 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 nein. Nicht landen, nicht landen. Ist irgendwas? Da unten, seht ihr das? Uah! Landen. Chaos hoch 3. Sorry, Leute. Momentan ist einfach sau wichtig, viel Geld zu verdienen in dem Spiel. Und was ist da? Das ist kein Eisen. Das ist nicht blau. Der Planet ist Gott sei Dank nicht versorgt. Eisen. Platin. Sehr geil. Wie gesagt, sehr wertvoll. Da unten war aber auch ein Fragezeichen. Ne, gar nicht. Da war kein Fragezeichen. Da war... Da. Also ich habe doch was gesehen. Ich wusste es. Beim Überflug. Hier lernen wir wieder weiter ein Wort. Schade, dieser eine Atlaspass. Ich habe in den Kommentaren gelesen. Bauplan beschleunigter Feuer Sigma. Das muss ich auch mal bauen, ey. So, und du hier. Bevorstehend gelernt. Bei den Korvax. Das sind die Roboterkreaturen. Ich war ja schon in der Galaxie scheinbar weiter. Und dieses Gigalmodell ist nicht so viel wert. Aber wenn wir einen Händler finden... Verpulvern wir das. Das können wir hier nehmen. Kriegen dadurch so einen Wirbelwürfel. Der ist nicht viel wert und ich habe sofort wieder einen Kampf. Habe ich jetzt momentan irgendwie kein Interesse zu. Ja. So, nicht... Ja, das war ja klar. Oh, 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 wir brauchen dringend Plutonium, merke ich gerade. Aber wenn wir hier scannen aus der Luft, dann kann man nie lesen, was es ist. Ein Fragezeichen. Oh, das ist bestimmt Emerit. Farm, farm, farm. Habt ihr eine... Oh, Lebewesen gibt es hier auch. Habt ihr eine Kommentare geschrieben? Das ist auch wieder. Das kann, also sieht aus wie Gold, ist es aber nicht. Glaube ich jedenfalls. Aber ich hoffe, dass beim Ankunftsort sowas vorhanden ist. Platin, Platin sei schon. Titan. Und alles. Oh Gott. Dieser Planet
unterscheidet sich von den anderen schon stark, finde ich, weil der eine extrem andere Pflanzenwelt hat. Wo ist denn dieses blöde Fragezeichen jetzt hin? Wow, das ist doch Gold. Man sollte es immer mitnehmen, ehrlich. So, wir müssen doch noch ein Stück weiter fliegen. Und hoffen, dass wir da Titanium... Mann, ich sag mal Titanium, Plutonium finden. So vertreten auf diesem Planeten. Das Einzige, was ich hier ein bisschen blöd finde, ist die Sicht. Das heißt also, wenn wir jetzt landen... Was nicht funktioniert... Jetzt funktioniert's. Müssen wir Plutonium finden. Habe zu wenig. So, wo war das Fragezeichen? Da. Oh, sehr geil. Hier ist noch ein bisschen Platin. Pflück. Die Tasche voll machen damit. Kann nur gut sein. Und hier alles, da ist Platin. Da! Plutonium ist da. Sehr geil, haben wir richtig Glück gehabt. Es gibt so viele Ressourcen verschieden, aber man findet meistens Eisen. Das ist jetzt super wichtig hier. Da tanken wir richtig voll wieder, richtig geil. Was bist du? Grün? Was ist grün? Werden wir gleich abchecken. Werden wir erstmal speichern. Nachdem wir da drin waren. Diese Affe. Ich könnte das den ganzen Tag zocken, kein Scheiß. So. Wir investieren 70.000, ist eigentlich drin, für einen weiteren Platz im Inventar. Ich glaube wirklich zu meinen, dass das wirklich gut investiertes Geld ist. Und denke nicht, dass das Verschwendung ist, weil man das anders wird. Ich finde ganz toll, ihr seid aber hübsch. Ihr seid aber hübsch. So, den haben wir gescannt. Den können wir uns jetzt angucken. Hier. Und sogar auch umbenennen mit X. Und nennen ihn einfach mal Timmy Tier. Das heißt jetzt Timmy Tier. Und wird damit auch hochgeladen. Melden, verbergen. Wie melden? Diese Entdeckung als... Oh. Riecht er für Kohle? Keine Ahnung. Ist mir egal. Wir haben ein Tier entdeckt, neues. Ist das noch mehr Plutonium dahinter? Nein, leider nicht. Taschenplatz erweitert. Gesundheitswürfel. Und hier ist auch noch Plutonium. Wie gesagt, davon kann man ja gar nicht genug finden. Bei den letzten Folgen war ich schon so einigermaßen erfolgreich, habe ich so ein Gefühl. Und das ist natürlich jetzt speichern. Das finde ich immer sehr gut. Gibt es genug Punkte. Und gehen wir mal gucken, was das Grüne da hinten ist. Hier ist mir zu heiß, merke ich gerade. Ich sehe dann so eine Flamme. Wir haben 58 Grad. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das hier noch ein bisschen Platin ab. Wie viel Platin haben wir jetzt? Das ist nämlich sau viel wert. Ach, das ist der falsche Platz. Platin, 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 da. Hm, na gut, so viel wert ist das gar nicht. Aber man kann es gut gebrauchen. Diese Gigamolette, die kosten eigentlich nichts. Könnte man, wenn man... Ah, Tamium. Wiu. Was bist du? Ach, das ist Gold. Dann hauen wir uns die Tasche voll Gold. Oder können wir uns den vielleicht mal ein bisschen aufpeppen, den Phaser hier. Das wäre mal eine ganz tolle Sache. 20 Plätze habe ich im Inventar. Analysierer hier. Wollen wir mal gucken. Das ist Abbau. Plus 1. Wie Feuer. Der Laserschaden. Wird im Kampf. Im Kampf wird erhöht. Im Kampf will ich nicht. Hier. Das darf ich sogar bauen. Schneller. Technologie installiert. Testen wir es doch aus. Oh, das hat sich gelohnt. Gewicht ist schneller. Eine Tasche voller Gold. Ich weiß nicht. Ich finde die Stimme so geil. Ehrlich, kein Scheiß. I don't hate you. So.
So. Das macht Spaß. Selbst das Abbau macht mir Spaß. Ja, irgendwie, das ist wirklich sehr viel schneller. Ich habe den Eindruck, ja. Ich habe ja den Eindruck, dass es schneller geht. Wie viel Gold haben wir? Ach du Jemini. Aber sehr viel wert. Die Emeril ist mir, ich glaube, ist am meisten wert. Aber ich habe noch nicht, natürlich noch nicht alle Ressourcen entdeckt, die es ja so gibt. Dementsprechend bleiben wir erstmal bei Gold und Emeril. Um Geld zu verdienen. Um uns eventuell ein neues Schiff zu kaufen. Oder eine Absturzstelle finden, wo wir das dann reparieren können. Mit dem Zeug in der Tasche geht's schnell. Zeitaufwendig. Wir könnten auch eine Granate reinwerfen, bringt aber nicht viel. Kein Problem, eine gute Waffe. Multiwerkzeuge, Zap, Kohlenstoff. Hier, guck mal. Dann sind wir den Taschenplatz wieder los. Oh, ich habe Kohlenstoff einkassiert. So. Oh ja, eine Menge Gold. So, was sagt der Taschenplatz? Komm, muss ja immer mal voll werden. Nicht mehr viel. 25 Stück noch. Das geht schnell. Okay, jetzt machen wir nächstes Stack Gold oder was hier? Nee. Okay, ab zum Schiff. Die Wetterwarnung kommt sehr spät, weil der Sturm sofort anfängt und die Temperatur sich massiv erhöht. Ich will einen voll haben. Komm, zwei Stück noch. Das war nur Kohlenstoff. Wir kriegen kein Gold mehr. Einer? Was? Gib mir Gold! Ach komm, einen scheiß Gold. Oh, guck euch mal das Hitzeschild an. Low Forest. Was machst du denn? Eisen. Eisen gibt's mehr. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Wo ist denn meine... Ich kann mehr sammeln. Da. Doch, ich kann rennen. Ausdauer oben. Haha. Zu dem heißen Schaden noch. Okay, meine Energie geht runter, aber macht nichts Sinn. Oh. Hier drin geht dann super. Man braucht immer mehr Plutonium, habe ich den Eindruck. So. Jetzt ist der Sturm irgendwie vorbei. Feuer. Grad. Ja, das ist mal jucken, Kollege hier. Können wir die Tasche noch mit irgendwas Wertvollem vollpacken? Scanner wird aufgeladen. Ne, ich will eigentlich gar nicht landen. Okay. Was ist das denn? So, das ist auch wieder Gold da oben, glaube ich. Ach doch, es ist Sturm. Scheiße. Wow, der ist ja riesig. Geil. Asche von Isvodoik. Ein seltsamer Stein. Markierung teilt die Weisheit des Koyaya, bla bla bla. Wissen über die Korvax-Konvergenz wächst. Erwacht. Ein Wort, das ich morgen früh benötige, wenn ich tatsächlich wach werde. Wo denn? Was ist das? Titan.
Meilenstein. Sehr cool. Worte gelernt. Boah, 50 Wörter haben wir gelernt schon. So, ich habe eine Menge Titan abgeerntet. Ist auch einigermaßen was wert. Komisch, Titan dürfen wir 500 Stack haben. Auch der Planet ist nicht so freundlich zu uns. Irgendwo Platin, Plutonium. Naja, aber hier, Platin. Und Zink. Na, manchmal sind ein bisschen buggy. Da geht's einfach nicht. Komisch. Da will er das einfach nicht machen. Okay. Also, ich würde sagen, man muss sich hier erstmal ordentlich die Taschen vollstopfen. Oder besser gesagt, Geld. Dazu dann noch die Inventarplätze erhöhen. Das hier ist im Spiel verdammt wichtig. Ich kann es leider nicht sehen. Was da ist. Aber einmal dürfen wir noch landen. Turm. Wow, was ist das für ein Krater? Komm nicht raus. Autsch. Bist du? Ein Dreieck. Scharfe Kanten des Artefakts aus Zähnen oder Träumen oder echt aus meiner Muttersprache nach. Das Atlas-Schnittstelle erwartet die Ankunft der Reisenden, jener, die das Ende des Universums durch sein Herz suchen würde. Innerhalb der Unendlichkeit der Zeit ist ihre Ankunft wahrscheinlich. Ihr Potenzial könnte bei der Grenze kennen. Eine Dimension unter Billionen wird sie empfangen. Was? Technologie gelernt. Boah, ich muss unbedingt mal einen treffen wieder. Ich will mit einem quatschen. Ihr müsst ja schon komplett die Sprache beherrschen. Und komm. Platin, Mann, ich sag mal Platin, Plutonium. Hallo. Also Platin haben wir jetzt ein bisschen was gefunden, ne? Sehr schön. Hier ist Emeril, aber ganz wenig. Wo habe ich denn mein Platinum? Bin ich jetzt blind? Aluminium. Ach, das ist das Schiff schon wieder, ne? Das verwirrt mich immer ein bisschen. Also Gold haben wir Tasche voll. Platin haben wir auch eine Tasche voll, aber nicht wertvoll. Das ist wertvoll. Das will ich viel mehr finden. So, ein Start noch. Also wir dürfen noch einmal starten. Oh. Was mag sein? Ob sich das lohnen wird? Niemals. Das lohnt sich nicht. Aber das Plutonium. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ohne Ende. Schon gelohnt. Damit tanken wir unser Moped rappelvoll. Oh. Schießen. Was seid ihr denn? Ein Lebewesen. Okay. Mein Ansehen hat sich verbessert. Ich muss mal ganz kurz... So, und hier haben wir auch noch was. Multiwerkzeugtechnologie. Multiwerkzeugtechnologie entdeckt. Drücke Well-Schussadapter. Der Blitzwerfer fügt zielen sofortigen Schaden zu. Die Plasmaladefunk erzeugt einen Bogen aus ionisiertem Gas, der Projektile mit großer Geschwindigkeit antreibt. Der Nutzer kann... Boah, das hört sich ja cool an. Irgendwie fehlt mir immer Kupfer. Das war's. So. Eisen. Hier haben wir noch ein bisschen... Was war es nochmal? Titan. Sehr viel. Sehr, sehr viel sogar. Und irgendwann bauen wir das, was wir uns wollen. Titan. Habe ich schon einen ganzen Stack voll? Der ist so billig. Titan ist so billiges Zeugs. Wer hätte das gedacht?
Ich leuchte nur blau. Macht nix. Ups. Auch nicht viel wert. Das ist alles nicht viel wert, ne? Sehr ärgerlich. Oh, wir haben richtig viel Plutonium gesammelt. Ich habe 2 Stacks Titan. Und ein Dolch. Den können wir abgeben oder verkaufen. Da müssen wir langsam wieder einen Händler finden. Das brauche ich jetzt nicht. Interessiert mich gerade so nicht. Was ist das da hinten? Tafel. Habe ich die nicht schon besucht? Nee, das ist nicht die Tafel, aber es ist wieder ein Fragezeichen. Oh! Planeten lohnen sich wirklich. Und, was haben wir hier Leckeres? Wird immer teurer. Ist das schlimmer? Noch ein Platz. 80.000 Units. Investiere ich, ey. Das ist einfach übelst wichtig. Inventar ist voll, wetten? Nee, noch nicht. Korwachs, was? Konvergenzwürfel? Wofür ist der denn gut? Inventar voll, das geht ja gar nicht. Diese Gerätschaft wird von den Korwachs benutzt, um historische und kulturelle Informationen zu speichern. Okay. Hab ich irgendwas hier? Komm. Das darf man nicht interagieren, das ist blöde. Schild später. Auch nix. Boah, hier kommt noch eine Reihe Inventar bald. Bin sehr froh drüber. Was ist die Perle wert? Auch nichts. Also nicht die Welt. Meine. Eine Kreuzung, ist nicht mal eine Straße. Überall Geräusche, verflucht. Gut, ich glaube, ich fliege jetzt gleich wieder im Weltall. Brauchen wir wieder einen Hammer. Was kostet aber auch immer, ne? Die Tafel begutachten. Ich weiß nicht, warum sollte sie mir angezeigt werden, wenn ich schon da war. Jetzt weiß ich nicht, wann ich landen soll. Sie verschwindet gerade unter mir. Punktlandung. Wieder ein Wort lernen. Habe ich schon. Warum zeigt ihr mir die denn an? Der Lümmel. Auf ins Weltall. Der Planet ist ja schön, aber er ist nicht allzu reich mit Ressourcen bedeckt. Das ist Eisen. Das sieht nach einer Händlerstation aus. Und es geht. Ah, das ist die Anlassstelle, stimmt. Wow. Besser, um Titanium zu fahren. Anlassstelle kennen wir schon. Geht nicht. Ist das ein Alarm? Osama bin Lifting. Was? Steht da unten links. Mein Warpantrieb ist ja mega geladen. Und?
und greif mich. Landung. Dann machen wir mal unser Inventar leer. Ne? Abkühl zu nehmen. Die sieht so cool aus. Na, wir kennen auch einige Wörter von dir. Aber ich habe doch 20 Kohlenstoff, oder? Natürlich habe ich 20 Kohlenstoff. Toll. Was soll ich damit? Jetzt habe ich einen Kohlenstoff gegeben und er gibt mir Kohlenstoff zurück. Okay. Händler? Händler? So, wir könnten das verkaufen. Eine sehr widerstandsfähige und hart haltbare Legierung, die vor allem beim Bau von Raumschiffshüllen und in der Drohnentechnologie zum Einsatz kommt. Das ist eine Macht. Platin. Gold. Hier, dafür habe ich es gesammelt. Dafür verkaufe ich es dann auch. Kannst du haben. Das ist ein komischer Würfel auch. So, ja, jetzt haben wir nicht wirklich viel Plus gemacht. Komm weg damit. Ich brauche es bestimmt irgendwann voll dringend. Den Rest in den Platin brauche ich noch. Wir brauchen noch Kram. Müssen wir einfach mal abchecken, was ich so noch verbessern kann. Strahlintensität, Bergbaustrahl. Eigentlich ja Blödsinn. Wir haben den jetzt zweimal schon... Ne, Kühlmittel. Bergbaustrahl, Begleiteinheit. Bergbaustrahl, Begleiteinheit. Wird versteckt, um Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Schnellere Bergbaustrahlprozess, Ressourcen, Materialien. Die Nutzung verfügt über einen schnelleren Elementabbau und Kristallenfelsen und Plantarenvegetation. Funktioniert automatisch nach dem Bau. Mann, der weiß ich nicht, was ich machen soll. Ehrlich gesagt. Meine Tasche ist ja auch nicht wirklich leer jetzt. Jetzt habe ich immer noch den ganzen Kram. Aber man braucht das ja immer unterwegs. Eisen kriegt man hinterhergeworfen. Titan ist nichts wert. Zink ist auch nichts wert. Platin ist nichts wert. Hier dieses Gag. Und dieses Ding kann ich vielleicht noch verkaufen. Wo war es denn gerade? Taler sammeln? 600.000. Ist gut. Ist gut. So. Was will er denn so verkaufen? Nur mal testweise. Guck mal, Energiespeicher. Ja, das brauchst du nicht. Das braucht keine Sau. Den Dolch. Kaufe ich. Nein, Quatsch. Der verkauft das ja doppelt, ey. So ein Wucherkopf. Gut. Ein weiterer Planet muss bereist werden oder wir reisen in einer anderen Galaxie. Ich weiß, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Weil ich gestern arbeiten war, wo ich jetzt schon überall war. Aber das können wir von außen ja sehen. Ist ja kein Problem. So. Bitte starten. Das kostet auch nichts. Ach, guck mal, der wurde von jemand anders entdeckt. Oh, sag mal, Belifting. Aha, das erste Mal. Was bist du? Von unserem Benlifting entdeckt. Ein Planet, der von anderen entdeckt wurde. Wie irre ist denn das? So eher unwahrscheinlich, oder? Aber ich habe den doch auch entdeckt gehabt. Ich war doch auf dem Planeten als erster. Alles von unserem Benlifting entdeckt. Okay. Wir haben unseren Antrieb rappelvoll. Planeten. Unentdeckt. Wieso darf ich denn nicht hinfliegen, wo ich will? Warum muss ich denn diese Linie unbedingt folgen?
Das ralle ich nicht. 6 Planeten zu weit zum Springen. Antrieb verbessern. Drei Planeten. Rehbewendung unentdeckt. Boah, viele Lichtjahre, der weg ist. Wenn ich jetzt F drücke, was macht er dann? Wegpunkt setzen. Okay. Also ich check das hier nicht so ganz. Das ist wirklich schwierig. Oh, sag mal, bin lifting. Das bin nicht ich. Hab mich schon gewundert. Drei Planeten. Unentdeckt. Also hier war noch keiner. Ach, was soll's. Oh, was mag das sein? Eine Weltraumanomalie. Kann ich nicht. Kann. Was ist denn eine Weltraumanomalie? Ich kann auch kein Gas geben. Wir sind 30 Sekunden da. Ich sehe auf jeden Fall einen Planeten oder eine Station oder sowas. Das ist so keine Anomalie. Wo ist die dahinter, die Anomalie? Hallo? Ich kann da doch reinfliegen. Nee, hä? Was bist du? Oh, irgendwas ist da hingejumpt. Zum Geier. Das hat mich einfach reingezogen. Ich konnte nichts machen. Zwei verschiedene Rassen. Seltene Formen vergnügen. Nada, andererseitige Korvax, unterstützen Angebot wegen dem Herzen der Galaxie. Zur Orientierung mit Atlas verbinden. Ressourcen für Reise? Ja, nein. Gucke mal an. Nein, nein, keine Abkürzung. Wir wollen ja. Okay. Schildverstärkung Sigma. Danke. Ich habe die Sprache fast komplett verstanden. Das findet man überall. Neuer Jubel, er dann klatscht er wie wild. Hat er gar nicht. Atlas Pass V1. Jabadabadu! Guck mal, wie billig das ist. Ich habe mal Atlas Pass V1 gelernt. Genial. Was bist denn du hier überhaupt? So. Der Schlüssel ist offen für viele neue Sachen. Okay, dann glaube ich, war es das hier, ne? Wie geil. Das hat sich ja gelohnt, ne? Guckt euch das mal an. Jetzt können wir die V1-Karte herstellen. Das löst einige Rätsel bei mir jetzt gerade. Oh, was, wofür werden sie gut sein? Wow. Okay, ich muss Gas geben. Vergesse ich immer. Boah, sieht das gut aus. Nehmen. Aber waren noch 3, wenn ich es richtig gelesen habe. Mal über keine Orientierung im Weltall.
Können wir da rauf? Warum auch nicht, ne? Auf Wiedersehen. Raumstation brauche ich jetzt gerade noch nicht. Alter, geht das schnell. Wow. Sieht freundlich aus. Und ich sehe direkt Plutonium da hinten. Heißer Planet. Flora großzügig. Karg. Fauna. Geil. Keine Mangelware hier. Was haben wir denn hier Schönes? Also es ist wieder ein heißer Planet. Dich selbst. Rückstoßstabilisator Tau. Oh. Boah, ist das hell. Genial. Genial. So. Überbrückungsschiff benötigt. Den können wir gleich mal nutzen. Ist nichts weiter drin, ne? Kann das sein? Also das Ding hier. Hier ist nichts. Macht auch nichts. Muss ja nicht überall was sein. Das wäre auch sowieso zu viel. Also die Planeten ähneln sich schon so ein bisschen hier und da, muss ich schon zugeben. Was speichern tun wir danach? Nachdem wir das komische Gebäude hier erkundet haben, was ziemlich groß ist. Irgendwas mit 4 und ein Strich darüber. Ach, jetzt jammern wir nicht so rum. Wann brauchen wir eine Atlaskarte? Da bin ich mal neugierig. Die brauchten wir oft in solchen Gebäuden. Temperatur stabilisiert sich. Bei solchen Türen zum Beispiel stehen uns jetzt die Wege offen. Oh nein. Eine Sache, die ich nicht kann. 9162162962991. Also wir haben die 9 vorne, wir haben die 1 vorne, wir haben die 6, wir haben nur noch die 2 vorne gehabt. Ihr erfahrt von einem neuen Ort im Weltraum. Wahnsinn. Unentdeckt. Ankunft 7 Minuten. Ruine, eine Ruine. Gut, dann gucken wir mal hier. Der wilde Atlas V2, ist ja klar. Aber jetzt sind den und den anderen. Atlas V2. Ich darf ja nur die V1-Karte machen, ne? Ja. Noch. Aber ist das schon spannend genug? Danke, liebes Ding. Was erwartet uns hinter diesen Türen? Das ist mir die Frage. Nichts gefunden. Da hinten? Dann werden wir natürlich zur Ruine fahren. Ah, guck mal hier. Die Behälter. Öffnen, öffnen, öffnen! V1-Karte, ne? Okay, bin mal gespannt, was da drin sein wird. Oh, da sind schon edle Sachen drin. Antimaterie und so. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Will ich es auch gar nicht haben momentan. Kann ich aber rubbel die Katz. Nee, da fehlt noch Tamium. Okay. Das kriegen wir sehr billig.
Können wir alles verkaufen. Ist gut. Hinter uns liegt die... diese Ruine. Die liegt vor uns, die Ruine. Sah nur so aus, weil ich das mitschleppe, das Ding. Kann ich ihm auf heiße oder Säure planieren? Unfassbar. Kann man sehen. Nur eine kleine Stelle. Absturzstelle wäre jetzt ein Highlight, weil ich dann ein neues Schiff machen kann. Erst, man muss das erst prüfen, ob das sich auch lohnt. Nicht, dass wir ein schlechteres Schiff reparieren. Aber die erkennt man eigentlich ganz gut. Okay, da ist die Ruine. Ich versuche ordentlich zu landen, was hier sehr schwer ist. Haben wir zufällig Plutonium in der Nähe? Gut, Ziel erreicht. In diesem Gebäude reguliert sich. Hier drin kann ich auch die Waffe nicht ziehen, aber ich darf auf jeden Fall nur diese Kugel. Das heißt nur. Oh, der Stein daneben. Die verschießen aus den Obelisken. Sie durchfahren mich und flüstern mir Koraks Geheimnis dazu, seit Jahrtausenden in Felsen verborgen waren. Wir sind die Koraks Echos, immerwährend Entitäten der Konvergenz. Wir leben weiter durch die Logik und Weisheit, die durch unsere Metallhüllen weitergegeben werden. Jede Generation ist bedeutender als die vorangegangene. Isotop gelernt. Und was? Überlädt gelernt. Ich wollte immer mal das Wort überladen wissen. Units, was ist das da? Da guckt so Wurm raus, das ist ja eklig. Elite-Einheit. Tolle Elite. Darf ich denn diesen doofen Ball sammeln? Der war voll viel wert. Und der Hund, der fehlt mir jetzt auch noch. Oh. Wieder ein Erfolg. Geil. Was für komischen Kram. Extrem selten und wertvoll. Ein Produkt unter unterschiedlicher Supergravitationskräfte. Voll viel wert, ey. Das ist nicht viel wert, was wir da haben. Es braucht nur schönen Platz. Aua, das sollte eigentlich ein bisschen geschickter sein. Also hier ist ordentlich was los auf dem Planeten. Man könnte eigentlich überall landen, man kann überall was lernen, das ist echt unfassbar. Aber die Fragezeichen sind ja gratis, ne? Da muss man nicht lange für betteln. Was bist du?
gucke ich mir das mal an. Was bist du? Für ein langweiliges Element? Heridium. Naja, das ist nicht gelohnt. Ich glaube, deswegen nicht immer Plutonium, damit man weiterfliegen kann. Mist. Ich hab mal das V1 passt, der bleibt für immer. Aha, der bleibt ja für immer. So. So. Aronium, was? Galaktische Handelsnetzwerk gibt es danach immer eine hohe Nachfrage. Hm, ist nicht allzu wertvoll gewesen. Hat sich auch nicht wirklich gelohnt, hier zu landen. Habe ich jetzt... So. Gut. Oh, versprochen. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir werden weitere Abenteuer entdecken. Heute, ab heute dürfen wir die V1-Karte herstellen, oder wir haben sie hergestellt und dürfen damit dann auch andere Sachen öffnen. Das geblinkt. Du musst das noch ansehen. Da hat was geblinkt. Das ist so ein bisschen geheim, ne? Wo ist es denn jetzt? Scheiße. Ich latsch da hin. Da blitzt ein was aus der Ecke an und wird nicht markiert. Ups. Kann nur auswählen, reicht schon, um zu schießen. Da blitzt was Feines. Jetzt gucken wir uns auf jeden Fall an, was das ist. Da. Oh, wollte ich gar nicht. Aus der Ferne sah es irgendwie anders aus. Achso, dahinter ist es. Ablenkungssteigerungstäter. Naja, ob sich das gelohnt hat. Ja, 15 Grad? Ach du Kacke. Ja, es geht rüber die Katze bei so einer Temperatur, logisch. Aua. Da müssen wir nochmal schnell speichern. Erledigen wir das. Und steigen unser Schiff. Damit es gut geht. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von No Man's Sky.